Ja, Aktieneinkäufe im Juni, genau darum geht es in diesem Video. Ich zeige einmal, welche Aktien ich denn ja, letzten Monat gekauft habe. Hallo und willkommen zurück bei PG Finanzen. Ja, lieber spät als nie, aber jeden Sonntag kommt ein neues Video. Das nehme ich jetzt mal auf. Sehr spät, weiß ich. Hat es aber zeitlich nicht anders geschafft heute. Aber ja, jeden Sonntag kommt ein Video. Die letzten zwei Sonntage habe ich es ja leider aufgrund des Urlaubs nicht geschafft. Nochmal Entschuldigung dafür. Aber dafür kommen wir ja, jetzt nochmal zu einem Video. Und zwar geht es um meine Aktienankäufe im Monat Juni, die ich getätigt habe. Ich werde mich bei diesem Video sehr kurz fassen, gerade weil es eben so spät ist und ich das jetzt auch noch schneiden muss, das Video und hochladen muss. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen beeilen. Kurzes Video, dann in die Produktion gehen sozusagen und dann wird das Video hochgeladen. Ja, ganz normal, wie gehabt. Du kennst das, wenn du meinem Kanal folgst. Ansonsten hier unten abonnieren, wenn du mich noch nicht abonniert hast. Ja, ich zeige einmal kurz bei Trade Republic, welche Titel ich gekauft habe, zu wie viel. Das geht jetzt in diesem Monat wieder um meine Sparplanausführung. Außer der Reihe habe ich diesen also letzten Monat nichts gekauft. Ja, nur eben die Aufteilung variiert halt von Monat zu Monat. Da kannst du also gespannt sein. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir starten bei Trade Republic. Ja, und da haben wir doch das bekannte Chart von den letzten zwei Videos. Aber in diesem Video geht es eben um meine Aktieneinkäufe. So, und da gehen wir einmal hier auf das Mannequin unten. Und dann siehst du hier schon wieder ein paar Dividenden, die ich erhalten habe. Und dann starten wir hier in den Juni. Hier habe ich den Sparplan eben nochmal angepasst und geändert, wie man sieht. Und dann geht es los bei der Allianz. Sparplanausführung zu 184,14 €. Das ist der Kurs, der unten steht. Unten links, wo eben die Aktie gerade stand, als ich gekauft habe. Und bei der Allianz waren es jetzt 40,99 €, bei Shell 41 €, British American Tobacco 41 €, Rio Tinto 41 €, Unilever 41 €, Abwey 40,99 €, AG&C Investment, das ist ja der Titel, den ich jetzt gerade noch mal ein bisschen ausbauen möchte, ein bisschen anpassen möchte, an die anderen Titel angleichen. So gesehen muss aber passen, wenn der jetzt natürlich, ich sag mal, nächsten Monat 20% nach oben springt, kurzzeitig, dann werde ich da natürlich nicht das ganze Geld rein buttern in dem Sinne. Also meine Dividenden reinvestiere ich ja immer in den, ja eigentlich mit in den schlecht performendsten Titel. Dadurch, dass ich dadurch eben den ja, Durchschnittseinkaufspreis gering halten kann oder runtersetzen kann, wenn der Titel eben im Minus ist bei mir im Depot. Habe ich aber schon in diversen Videos gesagt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, da sind eben 81 € reingegangen. Altria Group 41 €, IBM 40,99 €. Main Street Capital ist jetzt ja immer ein Sparplan mit eingeflossen, aber nur mit 15 €, eine ganz kleine Summe, weil ich da eben schon mehrere Einmalzahlungen getätigt habe und der Titel bei mir mit am meisten ausgebaut ist, ebenso auch bei Realty Income, ist auch relativ gut ausgebaut, da aber um ja eben trotzdem noch da eine Steigerung drin zu haben, mit einem ganz kleinen Betrag monatlich ja, mit einfließen lassen. Dann haben wir Publix Deutsch 40,97 €, da Realty Income, wie ich gerade schon gesagt habe, 15 €, Texas Instrument 40,99 € und Wells Fargo 41 €. Und dann siehst du hier noch ein paar Dividenden. Das wird aber nochmal ein separates Video geben. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich trage das jetzt nochmal meine Excel-Tabelle ein, du kennst das. Und dann sehen wir einmal auf der Gesamtübersicht, wie viel Geld ich dann diesen Monat oder letzten Monat ist es ja schon ja, investiert habe. Ja, da haben wir jetzt noch einmal meine Auflistung bei der Excel-Tabelle. Du hast es ja eben gerade schon von mir gehört. Hier geht es mal durch. Allianz 40,99, British American Tobacco 40,99 bei Abwey, Altria Group 41, IBM 40,99, Public Storage 40,97, Texas Instruments 40,99, Wells Fargo 41, Main Street Capital und Realty Income 15 und AG&C Investment 81.
Das ist in Summe eine Investition im Monat im Monat Juni 2022 von 561,93 €. So, und das war wirklich ein sehr, sehr schnell Durchlauf, würde ich mal sagen. Mal ungewohnt von mir. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne abonnieren, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Und falls du den Kanal aufgrund von einem älteren Video abonniert hast, wo ich noch ein bisschen mehr übers Sparen rede und wie du eben ja, Geld sparen kannst, da werde ich, also ich habe es jedenfalls in Planung, weil dieser Kanal jetzt eigentlich hauptsächlich um meine Aktien geht. Um ja, mein Aktientagebuch zu führen, so gesehen, wollte ich ja eigentlich immer noch mal einen Zweitkanal aufmachen, wo ich eben Spartipps gebe und ein bisschen mehr wieder in die Sparte gehe, bevor man investiert. Also man sollte natürlich erstmal ein bisschen Geld sparen, bevor man sein Geld investiert. Sehe ich jedenfalls so, einen Notgroschen haben und dann, wenn dieser Notgroschen aufgebaut ist, kann man mit dem überschüssigen Geld investieren. Habe ich auch noch schon mal ein Video zu gemacht, eine Videoreihe. Ich verlinke hier mal die Playlist, kannst du dir gerne mal anschauen. Falls du eben ja aufgrund von einem Video zum Beispiel, wie ich in einem Monat, das wäre schön, in einem Jahr 10.000 Euro gespart habe als Kfz-Mechatroniker, meinen Kanal deswegen abonniert hast, erstmal vielen Dank dafür. Du kannst mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, denn kann ich dir sonst auch mal gerne so helfen, wenn du irgendwelche Fragen hast oder sowas. Ja, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich ja, möchte einfach gerne mein Wissen weitergeben. Und ja, eventuell finde ich ja nochmal die Zeit, einen Zweitkanal aufzumachen. Der werden aber nicht so regelmäßig Videos kommen. Das werden dann mal vereinzelt ein paar Videos erscheinen. Ja, wollte ich nur nochmal gesagt haben. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Restsonntag. Die meisten werden wahrscheinlich schon zu Bett gehen oder schon im Bett sein. Und da werde ich auch hingehen. Gleich. Zum Glück muss ich morgen noch nicht arbeiten. Ich habe morgen den Notartermin und kann endlich das Haus kaufen, was ich ja eigentlich schon im November letzten Jahres tun wollte. Da kam so ein bisschen was dazwischen. Will es aber noch ein Video zu geben, denn ja, das ist auch eine Investition für die Zukunft. Das sollte auf diesem Kanal auch nicht vernachlässigt werden. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.